Bleibt dicht an Goofy Goober. Wenn er sich zu weit von euch entfernt, dann müsst ihr neu starten. Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu der SpongeBob Schwammkopffilm. Beim letzten Mal sind wir hier angekommen im Goofy Goober Land anscheinend. Und ja, wir müssen Goofy Goober folgen. Aber falls ihr denkt, dass hier alles wäre real, dann täuscht ihr euch. Denn es ist ja alles so eine surreale Sache. Aus dem Grunde, sie ist nicht real, sagen wir mal so, sie ist nicht real. Denn SpongeBob und Patrick träumen das gemeinsam. Sie wurden ja im letzten Part, nachdem sie Dennis besiegt haben, von einem Zyklopen gefangen genommen. Scheiße. Eisbär macht mich schwindelig. Ja, SpongeBob. Ja. Ne, um beim Thema zu bleiben, meine lieben Freunde. Und zwar, ist das nicht eine Abkürzung? Ah, ich bin gut. Bin ich jetzt nicht sogar vor Goofy Goober? Das würde mich mal interessieren. Hat sich abgehängt. Okay, ich wollte schon sagen, naja, ist doch egal. Hauptsache, wir haben das Secret gefunden. Der Rest ist mir egal. Auf jeden Fall, Leute. Nachdem wir im letzten Part den guten Dennis besiegt haben, und den schlechten Dennis, kam ein Zyklop, in Anführungsstrichen Zyklop, und hat uns gefangen genommen. Und, ja, genau. Ist okay, SpongeBob. Und in der Zeit, meine Kinder, in der Zeit, träumen SpongeBob und Patrick diesen Traum hier, diesen Traum vom Goofy Goober Land, in dem sie Auto fahren und so weiter und so fort. Und sieht auch alles ziemlich süß hier aus. Also ich hätte echt Hunger hier zu sein. Also ganz ehrlich, ich habe echt Hunger jetzt. Ich will ein bisschen Süßigkeiten essen, ey. Ist doch nicht normal. Naja, auf jeden Fall müssen jetzt Goofy Goober folgen, da er uns hier rausbringen kann aus dem Traum. Ja, anscheinend, ne? Das ist der erste Auftritt von Goofy Goober hier im gesamten Spiel. Denn die Münzen stammen ja von ihm tatsächlich, ne? Also, er scheint tatsächlich diese Münzen erfunden zu haben und so. Es gibt ja dieses, es gibt ja nicht nur diese Münzen, es gibt auch laut dem Film schon dieses Geld. Diese Fünfis, die, Moment, mir juckt die Nase. Es gibt ja diese Münzen, möchte ich schon fast sagen. Ja, diese Münzen, nicht nur diese Münzen, diese Goofy Goober Münzen, die wir hier freispielen, sondern auch diese Scheine, die es im Film gab. Mit denen sich SpongeBob ja bei Dennis freikaufen wollte, falls ihr noch versteht, was ich meine. Und ja, Truhe. Ich weiß, dass ich ihn verliere. Ich weiß. Wo ist er denn? Zweite Runde? Warum müssen wir das zweimal spielen? Warum müssen wir das denn zweimal spielen? Oder dreimal? Oh nein, jetzt ist das wieder in Runden. Alter, das ist doch nicht normal. Och, ist doch scheiße. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Warum müssen wir das jetzt hier mehrmals spielen? Ist doch echt scheiße. Das muss ja jetzt aber echt nicht sein. Ich meine, warum hier nicht so eine lange Route machen, anstatt hier drei Runden? Verstehe ich echt nicht. So, hier werde ich die Abkürzung nehmen. Ah, das war klar, dass wir da getroffen werden. Und das Problem ist ja immer noch, Leute. Wir haben immer nur noch drei Leben. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Naja, auf jeden Fall, Leute. Ich wollte ja auf den Punkt kommen. Oh, Krabbenburger, na, natürlich kriegen wir den nicht. Natürlich! Die ganzen Goofy Goober Münzen, das Goofy Goober Geld stammt ja von ihm. Und, ja, Leute. Das dazu. Ach, und ich war noch am Krabbenburger dran. Also, das ist echt unfair hier. Momentan. Und ja, auch er hatte im Film noch nur einen richtigen Auftritt. Und das war am Anfang des Films im Goofy Goober Salon. Und, ja. Ach komm, warum fahr ich denn an einem Krabbenburger vorbei? Wieso? Das kann doch nicht sein. Mann, Mann, Mann. So, jetzt aber. Dankeschön. Ja, das glänzende Ding. Ja, Leute, und wie gesagt. Scheiße. Ja, Goofy Goober ist hier am Start auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Meine Fresse. Ich will echt nicht sterben jetzt. Ich habe echt keinen Bock da drauf. Man fragt sich auch, ob man ihn einholen kann. Das frage ich mich gerade. Habe ich das in meiner Kindheit geschafft? Dass ich ihn mal eingeholt habe? Letzte Runde auf jeden Fall, by the way. Und, nein. Oh mein Gott. Ich wollte nur gucken, wie es aussieht mit den Nitros. Wir haben einen, okay. Jetzt haben wir zwei, sehr schön. Ich bräuchte unbedingt einen Krabbenburger, by the way, ne? Also,
Ich will mich ja nicht beschweren, aber ein dritter Krabbenburger wäre auch schon geil. Das fühlte sich gut an. Aber wir scheinen es jetzt doch dennoch zu schaffen. Alles cool. Obwohl. Sehr schön, wenigstens haben wir den Burger. Und wir sind auch wieder nah dran, also von daher gesehen, Leute. Kein Problem. Und ich werde die Abkürzung jetzt nicht nehmen, weil ich keinen Bock habe, dass es dann so gewertet wird, als wäre er weg von uns. Ne, darauf habe ich keinen Bock. Ich glaube zwar, dass wir genauso rauskommen wie auch... Ja, wir kommen da auch raus. Nur halt mit dem kleinen, aber feinen Nachteil, dass wir früher rauskommen als er. Und ihn damit quasi überholt haben. Also geht es wohl doch mit dem Überholen. Ach, ganz cool, Patrick. Wir überholen... wir verlieren ihn nicht. Mein Gott. Scheiße, das kann scheiße werden mit den Ecken. Da kann man schon... Scheiße, wir haben kein Nitro mehr. Nein, 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 nein. Jetzt nicht davon kommen lassen, jetzt nicht davon kommen lassen. Wir sind kurz vom Ziel. Das darf jetzt hier nicht enden, so. Habe ich echt keinen Bock drauf. So, 50 Männlichkeitspunkte, sehr schön. Aber wir scheinen es geschafft zu haben, Alter. Wir scheinen es geschafft zu haben, alles klar. Sehr gut, wir haben es. Wir haben den Ausgang gefunden. Ich meine, der Ausgang war direkt am Start. Gut gemacht, Patrick und SpongeBob. Hier ist eure Belohnung. Sie hat meinen Namen zuerst gesagt. Patrick. Ja, Leute. Der Ausgang war die ganze Zeit schon am Start. Warum bitte schön wollten wir drei Runden fahren? Was sollten wir drei Runden fahren? Das macht keinen Sinn. Ah, SpongeBob. So Logik. Als SpongeBob und Patrick aus ihrem süßen Traum von Eisbechern und tanzenden Nüssen erwachen, realisieren sie, dass sie Gefangene des Zyklopen sind. Damit ihr im Bilde seid, verehrte Zuschauer, unsere Helden haben es nach einer Weile in die Muschelstadt geschafft und ihr schreckliches Geheimnis aufgedeckt. Muschelstadt ist nichts weiter als ein Souvenirshop. Die Unglücklichen, die man gefangen genommen hat, wurden getrocknet und in übel riechenden Schnickschnack verwandelt. Und genau das passierte auch unseren beiden Freunden. Die Situation schien völlig und schlichtweg aussichtslos zu sein. Aber sie wurden sowohl... Guck, wie verkrüppelt die Füße von ihm sind. Alter! ...als auch von einer gut platzierten Sprinkleranlage. König Neptuns Krone lag in der Nähe, aber unsere Helden mussten noch immer den heimtückischen Tiefen der Muschelstadt und ihrem schlimmsten Gegenspieler entkommen, dem Zyklopen. Der böse, böse Zyklop, meine lieben Kinderchens. Aber klubsche Augen und stinkenden Schnickschnack machen wir nicht in diesem Part, sondern, oder in den nächsten Parts erst machen wir das, ja. Das machen wir nicht in diesem Part. In diesem Part kümmern wir uns erstmal noch um die Zeit. Die Muschelstadt ist ein schrecklicher Ort. Aber habt keine Angst, es muss einen Weg hier rausgeben. Haben wir es jetzt mal. Gute Arbeit, das mit der Krone. Du machst wohl Witze. Das war einfach. Ja, wir sind die männlichsten Männer. Und was ist nun mit der Hoffnungslosigkeit? Hoffnungslosigkeit? Das Weinen? Du musst uns mit jemand anderes verwechseln. Macht nichts. Verschwendet keine Zeit. Findet einen Weg hier raus, an dem Zyklopen vorbei und zur Krossenkrabbe 2. Das hat sich gereimt. Aber wie gesagt, Leute, das machen wir nicht in diesem Part. Wir kümmern uns in diesem Part erst noch um die Zeitherausforderung und gucken wir dann, wie weit wir kommen, ne? Vielleicht machen wir sogar noch die Ringherausforderung, wenn alles gut ist. Obwohl, oh nee, Alter. Nee, lass mal stecken. Aber wir müssen jetzt drei Runden fahren, dann habe ich keinen Bock. Alter, ich fahre hier nicht drei Runden. Ihr sucht nach einer neuen Herausforderung, ha? Das stimmt. Echte Männer mögen Herausforderungen. Und Kekse. Ja. Ich werde euch eine Zeit vorgeben, in der ihr drei Runden müsst. Unterbietet die Zeit und ich werde euch belohnen. Warum denn drei Runden? Man reicht nicht eine. Ist das so 6 Minuten oder sie? Ja, 5. Ja, geil. Okay. Ich kenne schon ein paar Abkürzungen. Von daher gesehen kenne ich das ja so in dem Sinne schon. Da kommen wir zwar noch nicht rein, oder? Nee. Okay, das war dumm. Aber kein Problem. Wir werden auch hier, by the way, nicht rüberspringen, weil das wird, glaube ich, nur unnötig Zeit fressen. Wir werden, glaube ich, immer die Nitros nehmen und dann den hier machen. Das spart viel mehr Zeit, glaubt mir. Ist echt so. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit man durch den Sprung verschwendet. Oder liegen lässt, besser gesagt, ne? Nein.
So, ich hätte jetzt gerne einen Krabbenburger. Dankeschön. Ja, den hätte ich gerne gehabt, aber was willst du denn machen, ne? Was nicht wird, das kann noch. Oder so ähnlich. Eine Schatztruhe haben wir. Eine Schatztruhe haben wir? Wir haben drei! Oder habe ich die... Habe ich die nicht eingesammelt oder wurde das nicht gezählt? Ich habe die doch eingesammelt, oder nicht? Bin ich irgendwie dumm? Klärt mich mal bitte auf. Also ich werde es in der Nachbearbeitung auf jeden Fall mal anschauen, was ich da gemacht habe. Und vielleicht werde ich das jetzt genau an dieser Stelle mal ins Video einfügen, was ich da so gemacht habe. Ah, ich bin gut. Naja, auf jeden Fall. Krabbenburger Nummer 1. Und wir sind wieder heile. Alles klar, sehr schön. Zweite Runde. Ich werde übrigens jetzt mal hier lang fahren, um zu gucken, was uns denn hier erwartet. Es ist sogar schneller, würde ich sagen. Es ist sogar schneller, ja. Gut. Das ist ein neuer Pfad, Mann. Das ist ein fucking neuer Pfad, Mann. Und hier wird auch eine Truhe sein. Auf jeden Fall. Nur hat sie uns jetzt keine Abkürzung gegeben, sondern eher, ja, ich würde eher sagen, das hat länger gedauert. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt gerade sind, aber ich würde schon davon ausgehen, dass es länger gedauert hat als eben. Oh, eckt doch nicht immer da an. Meine Fresse. Ist doch gut jetzt, ist doch gut. Ist doch gut jetzt, komm mal runter. Okay, so. Jetzt holen wir uns aber auf jeden Fall holen wir uns jetzt die Truhe. Das steht fest, das sage ich euch. Zack, bang. Auf der Nitro, sehr schön. Sehr schön. Ah, diese Musik, sehr toll. Auch wenn die sich hier manchmal wiederholt, die Musik, das finde ich gar nicht schlimm. Dafür kommt es ja nicht so oft vor. Ach du Scheiße. Ach komm, bitte. Was? Wieso? Das ist echt behindert, Mann. Das ist so behindert. Ich hoffe, ich habe wenigstens alle Schatztruhen. Ja, habe ich. Okay. Wie behindert war das denn bitte? Zweimal gegen so einen scheiß Ball fahren und das war's? Gegen denselben scheiß Ball? Ist es dein Ernst? Hallo? Meine Fresse! Ja, Leute, das wird auf jeden Fall das Letzte sein, was ich hier im Part tue. Im nächsten Part gucken wir uns an die Ring-Herausforderung an. Ich habe gerade die Schnauze voll von der Scheiße, nee. Außerdem komme ich hier auch sowieso schon schnell genug voran. Von daher gesehen, ist mir das Wayne. Also in diesem Part werden wir auf jeden Fall noch die Zeitherausforderung hier machen, aber mehr auch nicht. Okay? Mehr nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, wie man sich vor den Bällen vorsehen kann. Die kommen auf einen zu. Da kannst du doch nicht so ausweichen, Mann. Besonders es kommen mehrere. Wie willst du da ausweichen? Ich werde es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Sag ich euch ganz ehrlich. So, ich muss ja jetzt schon... Ich werde den Nitro einsetzen, weißt du, aber... Oh! Und die Renndistanz von dem Scheißdreck ist viel zu gering. Seht ihr das? Habt ihr das eben gesehen? Erst nachdem wir uns an den genähert haben... Ja. Erst nachdem wir uns diesen scheiß Bällen genähert haben, wurden sie uns angezeigt. Davor war es einfach nur nichts. Sah das kacke aus. So, wenigstens haben wir jetzt schön viele Nitros. Hier können wir uns jetzt durchrushen. So soll es auch sein. Am besten. Okay, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob die Abkürzung besser ist oder das hier. Aber ich würde sogar fast sagen, die Abkürzung, oder? Kommt das hin? Ich weiß es nicht. Ich finde es aber auch cool, wie die hier die Sprüche eingefügt haben. So die meisten Sprüche passen zu dem, was sie, woran sie vorbeifahren. Weißt du, hier keine Warteschlange bitte. Das hatte damit zu tun, dass dort ja eben dieser, ja dieser, ich sag nicht Achterbahn, aber halt dieses Gerät, möchte ich schon was sagen. Wisst ihr, versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall diese Attraktion da, weißt du, das hat sehr gut gepasst. Das haben sie in diesem Spiel echt gut umgesetzt, dass sie hier diese Dialoge meistens sehr gut verpackt haben. Klar, manchmal ist es auch so, dass sie sich einfach nur wiederholen und es einfach nur dumm klingt, aber das macht ja auch das Spiel hier aus, weißt du.
Ich möchte schon was sagen, es ist so crap, dass es schon wieder gut ist. Aber es unterhält einen auch, es macht Spaß. Das Spiel ist nicht schlecht, es ist ein gutes 3D-Spiel, nur es ist halt nicht perfekt, es ist halt nicht so, wie man es sich gerne vorstellen würde. Weißt du, es wiederholen sich zu oft diese Fahrpassagen hier, das sage ich euch ganz ehrlich. Also manche Sachen wiederholen sich hier echt. Letzte Runde, 2 Minuten 55. Ich werde, glaube ich, wieder hier lang fahren, weil das, glaube ich, schneller geht. Weil ich glaube, ich habe für die erste Runde 1,16 oder so gebraucht. Scheiße. Ich habe, glaube ich, für die erste Runde 1,16 oder so gebraucht. Wow. Jetzt keinen. Nein. Wir sehen uns in der letzten Runde. So, Leute, da sind wir wieder in der letzten Runde. Und wie ich finde, mit einer persönlichen Bestzeit. Ich bin, wie ich schon eben gesagt habe, hier lang gefahren. Und zwar in jeder Runde. Ich habe nicht die Abkürzung genommen, die rechts war. Oder ist, falls überhaupt eine Abkürzung ist. Ich weiß es ja nicht, ne? Also, ich habe auf jeden Fall diesen Weg nicht genommen. Ich bin immer nur diesen Weg hier gefahren. Und brauche so ungefähr 1 Minute 20 für die Runde. So, und jetzt kommt der Scheiß. Jetzt kommt der Scheiß mit den Scheißkugeln. Das ist aber auch so behindert, dass man gegen jede Scheißkugel zweimal fahren kann, dass es immer noch als Treffer gewertet wird. Ich meine, wo ist die Regenerierungsphase hier, bitteschön? Ich verstehe das nicht. Das ist echt behindert, Leute. Das ist echt behindert. Ich hoffe, dass ich das jetzt mal schaffe hier. Es kann doch nicht sein. Aber 1 Minute 20 für eine Runde ist, glaube ich, mein Optimum hier. Von daher gesehen, schauen wir mal, wie das in der Best- oder wie das in der, Ja, wie das halt in der Dings aussieht, Mann. In der scheiß Macho-Zeit. Das frage ich mich. Scheiße. Das frage ich mich auch schon. So. Hauptsache in den Burger rein. Ist mir egal. So, wir haben es geschafft, Alter. Jetzt leckt mich am Arsch. Ich habe es geschafft. Einfach nur ins Ziel gebrettert. Ist mir scheißegal. Wir haben die Turbos. Verdammte Scheiße. Von daher gesehen. Bang, Alter. 3,56. Wenn wir die Macho-Zeit unter 4 Minuten schaffen müssen, dann schaffe ich das locker. Ihr habt es geschafft. Hier ist eure Belohnung. Sehr gut. Ich bin stolz. War zwar etwas dumm, aber meine Gott, was kann ich denn machen? Ich bin ständig gegen eine Kugel gefahren und konnte nicht mehr ausweichen, weil die Kugel immer wieder zu mir kam. Okay? Dafür konnte ich nichts. Das war nicht meine Schuld. Eine andere Herausforderung? Nein, wollen wir nicht. Das machen wir erst im nächsten Part. Von daher gesehen, Leute, das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.